Argentinien. Ein Land ca. 8-mal so groß wie Deutschland mit fast 50 Millionen Einwohnern. Und einer 10-mal so hohen Inflationsrate. Wir fahren in die Hauptstadt Buenos Aires und machen uns ein Bild vom Leben mit der Hyperinflation. Diese ständige Unsicherheit macht mir Angst. Viele Menschen hier haben das Vertrauen in die Banken verloren. Sie horten lieber Bargeld zu Hause. Besonders der US-Dollar ist begehrt. Wirtschaftswissenschaftler schätzen, dass ca. 10% der weltweit im Umlauf befindlichen Dollarscheine in Argentinien zu finden sind. Um einen Ausverkauf der Landeswährung entgegenzuwirken, hat die argentinische Regierung verboten, mehr als 200 Dollar im Monat umzutauschen. Das Verbot hat jedoch zur Folge, dass der Schwarzmarkt boomt. Und so fahren Motorradboten täglich zigtausend Dollar illegal durch die Stadt. Wie Santiago. Wir nennen ihn so, seinen echten Namen kann er nicht preisgeben. Jeden einzelnen Tag fährt er Transporte in Buenos Aires aus. Pakete, Briefe und Geld. Es ist kein Job, den man in der Berufsschule lernt. Ich versuche, meinen Job nicht als illegal zu betrachten. Im Prinzip transportiere ich nur ein Paket von A nach B. Woher das Geld kommt, damit habe ich nichts zu tun. 15 Geldtransporte sind es im Schnitt pro Tag. Bei jedem Transport fährt er ca. 1000 US-Dollar in seinem Rucksack durch die Stadt. Seine Kunden sind vor allem Geschäftsleute. Santiagos Wechselkurs ändert sich ständig, ist aber immer noch besser als der einer Bank. Woher die US-Dollar kommen und wen genau er hier beliefert, das darf er nicht sagen. Er ist nur Mittelsmann. Für Santiago steht die erste Lieferung des Tages an. Wir haben die Szene nachgestellt, da seine Kunden sich nicht filmen lassen wollen. Bei jeder Geldübergabe bin ich nervös. Es ist schließlich nicht mein Geld, sondern das einer anderen Person. Er trifft seinen Kunden im Stadtviertel Palermo, am Hintereingang eines Privatgebäudes. Umgerechnet sind das hier über 6.000 Euro. Wird er von der Polizei erwischt, droht ihm ein Bußgeld 10-mal so hoch wie der Transaktionswert. Bei Wiederholung sogar bis zu 4 Jahre Gefängnis. Ein gefährliches Geschäftsfeld, von möglichen Raubüberfällen ganz zu schweigen. Klar habe ich Angst. Es ist alles mit großer Unsicherheit verbunden. Aber ich habe keine Wahl. Ich muss arbeiten, um meine Familie zu ernähren. Es ist ein Spiel mit dem Feuer, aber ein lukratives. Illegale Jobs wie dieser sind das Ergebnis eines Landes in der Krise, dessen Menschen in ständiger Zukunftsangst leben. Sie bleibt auf der legalen Seite, Catalina Saravairos. Die 26-Jährige hat 2 Masterabschlüsse und arbeitet als Journalistin. Doch das allein reicht zum Überleben nicht aus. Deshalb hat sie einen zweiten Job und sogar noch weitere kleine Nebentätigkeiten. So haben ihre Arbeitstage oft über 10 Stunden bei einer 6-Tage-Woche. Umgerechnet rund 550 Euro, 80.000 Pesos verdient sie damit im Monat. Ich zahle etwa 415 Euro, 60.000 Pesos für meine Wohnung. Und das ist nur die Kaltmiete. Das sind 3/4 meines Monatseinkommens. Ohne die Unterstützung meiner Eltern könnte ich das unmöglich bezahlen. Seit 2001 jagt in dem südamerikanischen Land eine Krise die nächste. Die Finanzen lassen sich so nur schwer planen. Die Argentinier haben ihre Schlüsse aus den vergangenen Jahren gezogen. Irgendwann haben wir das Vertrauen in die Banken verloren. Also muss das Geld zu Hause gelagert werden. Und das an den unterschiedlichsten Orten, zum Beispiel in Büchern. Ich musste schon so viel opfern. Ich gehe nicht mehr einfach mit meinen Freundinnen ein Bier trinken. Oder kann auch keine Klamotten mehr kaufen. Die Frage ist immer, gebe ich mein Geld jetzt für Essen aus oder für ein T-Shirt? Du musst deinen Lebensstil ständig an die Situation anpassen. So bietet auch der Gang zum Supermarkt immer Überraschungen. Das Vergleichen von Preisen und das Suchen nach Sonderangeboten gehört für Catalina wie selbstverständlich dazu.
Für 12 Eier zahle ich heute 1,05 Euro. 150 Pesos. Für genau dasselbe Geld hätte ich im Dezember noch 30 Eier bekommen. Um der Inflation etwas entgegenzusetzen, hat der Staat sogenannte Precios Cuidados eingeführt, zu Deutsch geschützte Preise. Bei diesen Nudeln steht geschützte Preise. Das heißt, dass der Preis der Nudeln per Gesetz immer gleich bleibt, egal wie sehr die Inflation noch steigt. Das hier sind dieselben Nudeln einer anderen Marke, die nicht unter das Gesetz der geschützten Preise fallen. Die werden also immer teurer. Die Idee ist, den Preis von Grundnahrungsmitteln nicht zu verändern, obwohl die Inflation steigt. Um die Inflation zu bekämpfen, hat auch hier in Europa eine große französische Supermarktkette den Preis von 100 Alltagsprodukten für 100 Tage eingefroren. Etwas weiter nördlich, an der Grenze zu Belgien, gucken die Deutschen oft neidisch auf das Nachbarland. Denn dort gilt der Indexlohn. Das heißt, dass das Gehalt proportional zu den steigenden Preisen wächst. Deutschland machte dafür europaweit mit dem 9-Euro-Ticket Schlagzeilen. Ökonomen haben ausgerechnet, dass staatliche Maßnahmen wie das 9-Euro-Ticket die Inflation um rund 2 Prozentpunkte gesenkt haben. Einfach mal wegfahren. Das würde Marcelo auch gerne. Der Argentinier ist Gemüsehändler und kauft hier auf dem Großmarkt seine Produkte. Die Kartoffeln, wie viel kosten die gerade? Die kosten im Moment 2.200 Pesos. Die sind also auch im Preis gestiegen. 2.200 Pesos für 16 Kilo, das ist viel. Ja, vor zwei Wochen waren es noch 1.700. Marcelo notiert sich die Preise für jedes einzelne Produkt und vergleicht sie mit den Wochen davor. Ratenzahlung ist in Argentinien sehr beliebt, da die Schulden wegen des Werteverfalls des Peso mit der Zeit weniger werden. Marcelo zahlt trotzdem lieber bar. Er mag keine Schulden. Die Inflation ist mit so wahnsinnig viel Unsicherheit verbunden. Du weißt nie, ob es gut läuft oder nicht. Ich habe absolut keine Ahnung, ob diese Mandarine einen Peso wert ist oder 10. Ich weiß nur, dass ich ihr einen Wert geben und mich damit über Wasser halten muss. In seinem eigenen Laden mitten in Buenos Aires muss er ständig die Preise auf seinen Schildern nach oben korrigieren. Gern tut er das nicht. Diese Auberginen haben vorher 180 Pesos pro Kilo gekostet. Heute kosten sie 250 Pesos. Fast 40% mehr an einem Tag. Um seine Preise zu berechnen, arbeitet Marcelo mit einem digitalen System. So versucht er, die Teuerung des nächsten Kaufs mit einzuberechnen. Das klappt nicht immer. Oft muss er in die eigene Tasche greifen, um den Laden am Laufen zu halten. Der Wertverlust nimmt bizarre Ausmaße an. Das hier ist der größte Geldschein, den wir in Argentinien haben. 1.000 Pesos. Davon kann ich heute 9 Bündel Basilikum kaufen. Ähnliche Zustände herrschten vor knapp 100 Jahren auch in Deutschland. Damals kostet ein einzelnes Ei 320 Milliarden Reichsmark. Durch den Ersten Weltkrieg verschuldet sich das Deutsche Reich haushoch bei den eigenen Bürgern. Um die Schulden zu begleichen, beschließt die Regierung, einfach neue Geldscheine zu drucken. Das Ergebnis: ein schwindelerregender Währungsverfall. Die Kriegsschulden des deutschen Staates lösen sich so innerhalb weniger Monate in Luft auf. Doch nicht nur die. Auch das Ersparte der Bevölkerung ist auf einmal nichts mehr wert. Dicke Geldbündel sind jetzt gerade mal gut genug, um sie zum Heizen in den Kamin zu werfen. Erst mit der Einführung einer neuen Währung, US-amerikanischen Krediten und reduzierten Reparationsforderungen stabilisiert sich die Lage wieder. Und es ging auch wirtschaftlich bergauf. Der Beginn der goldenen 20er. Ob auch Argentinien goldene Zeiten bevorstehen, ist nicht zu sagen.
Doch wie vor knapp 100 Jahren in Deutschland leidet auch in dem südamerikanischen Land vor allem die Unter- und Mittelschicht in der Krise. Die Inflation ist für mich unmoralisch. Warum? Weil wir nicht mehr alle dieselben Chancen haben. Es herrscht ein großer Klassenunterschied. Es ist ein Problem der Regierung. Aber wir hängen immer mehr von ihr ab. Einige reiche Argentinier profitieren von der Krise. Teure Restaurants sind für Monate ausgebucht. Sie kaufen um die Wette, denn das Geld könnte morgen ja nichts mehr wert sein. Wer weniger Geld hat, sieht sich auf einmal mit immer mehr Problemen konfrontiert. Mich trifft die Inflation insofern am meisten, dass meine Kinder alle ins Ausland gegangen sind. Sie haben dort ein besseres Leben, mehr Sicherheit, viele Jobmöglichkeiten. Meine Enkel sind natürlich auch fort. Das tut weh. Wenn die Familie so weit weg ist, das ist schlimm. Es bleibt nur zu hoffen, dass Argentinien es bald aus der Krise schafft und seinen Bürgern wieder mehr Sicherheit bieten kann.